Frohen Sonntag, mein geliebter Schatz. Ja, das Licht geht an. Wann geht das Licht an? Wenn wir uns daran erinnern, dass Gott uns schuf. Und das ist unsere Lektion heute. Ja, wir haben uns verleugnet. Aber das können wir ja rückgängig machen. Es ist nicht wunderbar, dass wir unsere Wirklichkeit nie verloren haben. Dass der Vater uns so liebt, wie er uns erschaffen hat, als seinen geliebten Sohn. Und dass wir tatsächlich allesamt eine Identität teilen, ein heiliges Selbst. Wir sind alle gleich reich, gleich vollkommen, gleich geliebt. Da gibt es keine Konkurrenz, kein größer oder kleiner, kein heiliger oder weniger heilig. Wenn ich behaupte, heilig zu sein, ja, dann muss ich die Heiligkeit aller anerkennen. Denn alles andere, was nicht heilig sind, sind ja Ideen in meinem Geist. Wenn ich mir das klar mache, dass ich immer nur meine eigenen Gedanken sehe in dieser Welt, ja, da will ich mit einem großen Schwamm die Tafel blank reiben und nur noch Gottes Wort und die Wirklichkeit darauf erscheinen lassen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott ist und alles andere ist nicht. Gott ist und er hat sich ausgedehnt in seiner unbegrenzten Liebe und Herrlichkeit zu dir und mir. Und da wir Gedanken Gottes sind und die Gedanken die Quelle nie verlassen, sind wir immer noch da, wo er uns eingesetzt hat. Wir können also nicht hassen, wir können nur lieben und nicht hassen. Die Liebe hat uns erschaffen wie sich selbst. Alles wunderbare Gedanken, aber ich muss es eben annehmen. Für jeden. Das ist das Problem. Ich habe mich so verzettelt in dieser Welt, zerstückelt und versucht in der Depression des Getrenntseins. Das ist nur Depression. Allein sein, getrennt sein, ein Mensch sein, der auf den Tod wartet, ist nur Depression. Dann haben wir eben, um aus der Depression rauszukommen, aber ohne wirklich rauszukommen, uns an alle möglichen Dinge gehangen und glaubten, dass es wertvoll ist für uns. Nein. Das Einzige wirklich, was einen Wert hat, das Einzige, das sind die ewigen Gaben Gottes, unser heiliges Selbst. Das ist der Reichtum, den Gott uns gab, den wir nicht verlieren können, aber den wir verleugnet haben. Und jetzt nehmen wir ihn wieder an, hier, heute und jetzt. Und der Vater hilft uns dabei, er ist ja so wunderbar. Er will ja nichts anderes. Und so ist es in unseren Übungen. Wir versuchen, die Übung nur ein Anfang sein zu lassen, denn wir harren in stiller Erwartung auf unseren Gott und unseren Vater. Er hat versprochen, dass er den letzten Schritt selbst tun wird. Und wir sind sicher, dass seine Versprechen gehalten werden. Ja, wir sind weit gekommen auf dem Weg und nun warten wir auf ihn. Wir werden weiter jeden Morgen und am Abend Zeit mit ihm verbringen, so viel wie uns glücklich macht. Der Vater will uns nur glücklich machen. Wir werden nun die Zeit nicht mehr als eine Angelegenheit der Dauer ansehen. Wir wenden so viel auf, wie wir für das Ergebnis brauchen werden, nach welchem wir verlangen. Auch wollen wir unsere stündlichen Erinnerungen dazwischen nicht vergessen und Gott anrufen, wenn wir ihn brauchen, weil wir versucht sind, unser Ziel zu vergessen. Also der Vater ist immer da. Wir können in jeder Situation, egal wie schwierig sie ist, den Vater rufen und er wird uns in seine Liebesarme nehmen und uns zeigen, dass wir geborgen in ihm sind. Wir sind keine Körper, wir müssen uns um die Körper keine Sorgen machen. Weil wir keine sind, wir sind nicht eingesperrt in diesen Todeszellen. Gott sei es gedankt, wir sind das ganze herrliche, glückliche Lichtkind im Vater geblieben. So, jetzt kommt heute zum letzten Mal diese Betrachtung, was ist Sünde? Liebstes, heiliges Wesen, eins mit mir. Lass uns gemeinsam heute an diesem heiligen Sonntag verstehen und zulassen, dass wir der Himmel sind, dass wir heilig sind,
dass wir gleich sind, dass es keine Trennung gibt, dass du nicht eingesperrt in einem Körper bist und ich, nein, dass wir eins zum Vater sind. Lass uns gemeinsam diesen Sprung machen. Wir sind das Licht, die Liebe, das Sein. Was ist Sünde? Sünde ist Wahnsinn. Sünde ist Wahnsinn. Sie ist das Mittel, durch das der Geist verrückt gemacht wird und Illusion den Platz der Wahrheit einnehmen zu lassen sucht. Das sind all die Bilder, die ich gemacht habe. Da er verrückt ist, sieht er Illusion, wo die Wahrheit sein sollte und wo sie wirklich ist. Nichts, was ich sehe, ist wirklich. Nichts, was meine Körperaugen sehen, ist da. Es sind nur Ideen, die die Wahrheit verstecken. Die Sünde gab dem Körper Augen. Denn was gibt es, das die Sündenlosen sehen möchten? Nichts. Wozu bedürfen sie der Anblick oder Geräusche oder Berührung? Was möchten sie hören? Wonach möchten sie greifen? Was möchten sie denn überhaupt empfinden? Nein. Empfinden ist nicht erkennen. Ich bin kein Körper. Ich brauche keine Empfindung des Körpers. Das schöne Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, nichts da. Bin kein Körper. Damit bin ich nichts. Ein kleines Nichts in einer Todeszelle. Und kämpfe ums Überleben. Nee, nee, nee. Und die Wahrheit kann nur mit Erkenntnis und sonst mit nichts erfüllt sein. Vater, du hast mich erschaffen. Ich will mich daran erinnern, dass ich keine Sünde bin, kein Mensch bin, keine Frau bin. Der Körper ist das Instrument, das der Geist in seinem Mühen, sich selbst zu täuschen, machte. Sein Zweck ist es zu streben. Doch kann das Ziel des Strebens sich verändern? Nun dient der Körper einem anderen angestrebten Ziel. Wonach er jetzt sucht, wird durch das Ziel gewählt, das der Geist als Ersatz für das Ziel der Selbsttäuschung angenommen hat. Bin kein Körper, ich bin das Licht, die Liebe, die Freude, das Glück, die Ganzheit. Ich bin Gottes Schatz, Gottes Ausdehnung, das Heilige Selbst. Die Wahrheit kann ebenso sein Ziel wie Lügen sein. Die Sinne werden dann stattdessen nach Zeugen dessen suchen, was wahr ist. Ja, Gott ist wahr. Und ich, sein Sohn, bin seine Ausdehnung, der Himmel. Die Sünde ist das Zuhause aller Illusionen, die nur für eingebildete Dinge stehen, welche aus Gedanken, die unwahr sind, hervorgehen. Sie sind der Beweis dafür, dass das, was keine Wirklichkeit hat, wirklich ist. Die Sünde beweist, dass der Sohn Gottes böse ist, dass die Zeitlosigkeit ein Ende haben und das ewige Leben sterben muss. Und Gott selber hat den Sohn verloren, den er liebt. Wobei nur die Verweslichkeit ihn noch vollständig machen kann, sein Wille auf ewig durch den Tod überwunden ist, die Liebe vom Hass erschlagen ist und Frieden nie mehr sein soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Das muss ich mir eingestehen. Das muss ich mir eingestehen, dass ich die Hölle gemacht habe, was Jesus Christus in dem Kurs immer wieder sagt. Alles, was du gemacht hast, ist die Hölle. Hier ist nichts Schönes in dieser Welt und ich kann sie nicht retten, was ich wollte. Und hier Friedensstiftung machen, Projekte machen, dass es den Menschen besser geht. Vergiss es. Wir sind keine Menschen. Wir sind der Heilige Sohn Gottes und allesamt als eins im Vater geblieben. Es geht nur und nur, nur ums Erwachen. Um die Liebe, die wir alle sind, die Freude, die wir alle sind, die Herrlichkeit, die wir alle sind, in Gott, nirgendwo anders. Also, Leben ist ewig und wandelbar in Gott, als das Heilige Selbst, das wir sind. Frei von Schuld, frei von der Vergangenheit, frei von Sünden. Wir sind keine Sünde. Wir sind kein Mensch. Diese Frau, durch die ich hier spreche, ist nur mein Handy. Aber das bin nicht ich. Nix da. Ich bin das Ganze. Es gibt nur einen Geist und ich bin dieser eine Geist. Ich habe mich zerstückelt. Ich habe geträumt und ich will es nicht mehr. Die Träume eines Verrückten sind beängstigend, wahrlich. Und die Sünde scheint tatsächlich in Angst und Schrecken zu versetzen. Ja. Und dennoch ist das, was die Sünde wahrnimmt, nur ein kindisches Spiel. Tja. Der Sohn Gottes mag zwar spielen, dass er zu einem Körper wurde, zu einer Beute des Bösen und der Schuld, mit nur einem kleinen Leben, das im Tod endet. Nächster. Ich bin die ganze Zeit, ich bin das Leben, ich bin die Liebe, ich bin das Heilige Selbst und du auch. Doch all die Zeit leuchtet sein Vater auf ihn und liebt ihn mit einer ewigen Liebe, die seine Vorspiegelung überhaupt nicht ändern können. Danke, Vater. Nur in dir, Vater, und nur als das Ganze bin ich und lebe ich. Nur das bin ich, in der Ganzheit, in der Herrlichkeit. Wie lange
O Sohn Gottes, willst du das Spiel der Sünde weiterführen? Sollen wir dieses scharfkantige Kinderspielzeug nicht beiseite legen, aber ja. Wie bald wirst du bereit sein, heimzukommen? Vielleicht heute? Ja, Vater. Ja, Vater, ich will in dir zu Hause sein und alles andere vergessen. Es gibt keine Sünde. Die Schöpfung ist unverändert. Ich bin die ganze Zeit die Herrlichkeit. Ich bin die Schöpfung. Ich bin die eine einzige Identität, die Vater mit mir und allen Brüdern teilt. Möchtest du die Rückkehr in den Himmel immer noch aufhalten? Nein. Wie lange, o heiliger Sohn Gottes? Wie lange noch? Gar nicht mehr. Lass mich heute erkennen, dass ich die Ganzheit bin. Lass mich heute erkennen, dass ich die Ausdehnung Gottes bin. Der Vater und der Sohn sind eins. Da gibt es keine zwei. Gott ist. Und dann hören wir auf zu sprechen. Ja. Aber ich habe überhaupt keine Chance, solange ich glaube, im Körper zu sein, im Hirn zu denken, bleibe ich Gefangener. Töte ich mich und alle meine Brüder. Ja, ich werde niemandem gerecht, indem ich ihn als Ego anerkenne, als Mensch, als Person. Seine Besonderheiten schätze. Alles, was ich mache, ist ihn töten und mich auch. Das muss mir klar sein. Das Streben hier in dieser Welt nach Talenten, nach Besonderheit, nach Anerkennung, nach Liebe, ist das Streben nach dem Tod. Kein Ziel dieser Welt, kein Ziel dieser Welt kann mich glücklich machen. Und wenn ich es erreiche, merke ich, dass es mich nicht erfüllt. Ja, das hat dort schon der Philosoph Schopenhauer gesagt. Das Leben hier ist ein Pendeln zwischen Schmerz und Langeweile. Solange wir nach etwas suchen, das haben wollen, ist das Schmerz. Und wenn wir es haben, merken wir es, das erfüllt uns nicht, kommt die Langeweile. Ja, das ist Depression. Hier gibt es nichts, Brot. Nichts, was uns glücklich macht. Wir sind nicht in dieser Welt glücklich. Aber im Vater, in der Herrlichkeit, in der Ganzheit, in der Liebe, die wir sind. Ja. Und dieses Bildchen, was ich hier sehe und was du jetzt im Video siehst, sag dir nicht, das ist die Heide, nein. Das ist nur eine Idee in deinem Geist projiziert. Nicht wahr? Aber hinter diesem Bild des Körpers, ist wer? Der heilige Sohn Gottes. Die Freude, die Liebe, das Licht. Dein Bruder, den liebst du und der liebt dich. Tja, wir sind eins. Eins zugleich erschaffen vom Vater und dem Vater geblieben. Die Liebe hat sich ausgedehnt zu uns und wir können nur lieben. Lieben ist allen alles geben. Was? Das, was uns der Vater gibt, geben wir jedem. So jetzt unsere Lektion. Da bist du, ja. Lektion 260. Ich will mich daran erinnern, dass Gott mich schuf. So schlicht und doch so powerful. Mächtig. Whole and holy, ganz und heilig bin ich. Danke, Vater. Es geht wirklich nur darum, dass ich akzeptiere, Bruder. Ja, Vater, du hast mich erschaffen. Wer ist der Autor? Gott. Und Gott kann sich nur ausdehnen zu mir. Der Vater kann nur das erschaffen, was er selber ist. Schöpfung ist Ausdehnung, Liebe ist Ausdehnung, miteinander teilen. Ja, ich will mich daran erinnern, dass Gott mich erschuf, nicht meine physikalischen Eltern, nichts da. Das waren auch nur Ideen in meinem Geist projiziert. Die habe ich selbst erfunden. So ist es. Auf die ganze Welt erfunden. Natürlich dann auch die Eltern. Also, ich bin kein Mensch, muss keinen Geburtstag feiern. Ich feiere heute meine Geburt im Vater, mein Wiedererkennen, der ich bin. Vater, ich habe mich nicht selbst gemacht, obwohl ich in meinem Wahnsinn das dachte. Ich hätte es getan. Doch als dein Gedanke großgeschrieben, habe ich meine Quelle nicht verlassen und bin Teil dessen, der mich schuf, geblieben. Also ich bin Teil Gottes geblieben. Ich wohne in Gott und nirgendwo anders. Dein Sohn, mein Vater, ruft dich heute. Ja, ich will mich daran erinnern, dass du mich erschaffen hast. Ich will mich an meine Identität erinnern. Ja, in die Identität großgeschrieben. Und lass meine Sündenlosigkeit wieder vor Christi Schau erstehen, durch die ich heute auf meine Brüder und mich selbst schauen möchte. Du hast mich sündenlos erschaffen, Vater. Ich bin heilig, vollkommen in dir und nur in dir lebe ich. Mit allen meinen Brüdern und alle meine Brüder sind gleich, heilig und vollkommen.
Wenn ich meinen Bruder so sehe, ist jeder Bruder mein Erlöser. Ich sehe die Heiligkeit und die Ganzheit in dir und erkenne mich. Das ist es. Ja. Moment, wie geht's weiter? So. Jetzt ist unsere Quelle erinnert. Und in ihr finden wir endlich unsere wahre Identität. Im Vater. Nur im Vater. Der Vater teilt seine Identität mit mir. Heilig sind wir verwahr, weil unsere Quelle keine Sünde kennen kann. Nee. Im Vater gibt es keine Sünde, kein Leid, kein Tod, keine Trennung, nur Liebe, Freude und Glückseligkeit. Und wir, die wir seine Söhne sind, sind einander gleich und ihm gleich. Wir sind einander gleich und ihm gleich. Da ist die ganze Schöpfung drin, da ist der ganze Kurs drin. Du bist ich bin du. Und wir sind im Vater und machen jetzt die Tür zur Hölle zu und öffnen den Himmel. Das heißt der Himmel, der wir sind, das himmlische Kind. Die Herrlichkeit, die Heiligkeit, die Vollkommenheit. Wir verbinden uns mit Jesus Christus in unserem Geist. Und was erfahren wir? In unserer Ganzheit. Die Freude, die Liebe und das Glück. Mit einem Sprung sind wir wieder im Vater. Denn wenn ich mich mit Jesus Christus in meinem Geist verbinde, der mich grenzenlos liebt als Teil Gottes und mich so sieht, wie ich wirklich bin, und mich vom Heiligen Geist, der Stimme meines Heiligen Selbstes, führen lasse, dann bin ich nur in der Freude. Ja. Denn er segnet durch mich jedes Lebewesen und sieht das Licht in jedem, hinter all den Erscheinungen, die ich machte. Ich wiederhole die Lektion. Lektion 260. Tja, Jesus fragt mich, bist du glücklich? Oh ja. Ich bin so dankbar, so dankbar, so dankbar, Jesus Christus, dass du bei uns bist. Dass du unsere Hand hältst, dass du in jedem Geist bist und dass du den Weg schon gegangen bist. Du hast alle Lektionen gelernt. Und weil du sie gelernt hast, wenn ich meine Identität mit dir als einst in Gott anerkenne, habe ich sie alle mit dir gelernt. So ist es. Wir sind eins im Vater. Lektion 260. Ich will mich daran erinnern, dass Gott mich schuf. Ja. Vater, Vater, Vater. Vater, ich habe mich nicht selbst gemacht, obwohl ich in meinem Wahnsinn dachte, ich hätte es getan. Tja. Ja, zu einem Megamännchen habe ich mich gemacht, zu einem kleinen Körperchen. Doch als dein Gedanke habe ich meine Quelle nicht verlassen und bin Teil dessen, der mich schuf, geblieben. Ich bin ein Gedanke Gottes im Vater geblieben. Dein Sohn, mein Vater, ruft dich heute, ja. Ich will mich daran erinnern, dass du mich erschaffen hast, ja. Ich will mich an meine Identität erinnern, an das Heilige Selbst. Und lass meine Sündenlosigkeit wieder vor Christi Schau erstehen, durch die ich heute auf meine Brüder und mich selbst schauen möchte. Also der Heilige Geist, der Vater durch den Heiligen Geist hat mir diese Christi Schau gegeben. Der Christus an mir ist ganz still. Er schaut auf das, was er liebt und erkennt es als sich selbst. Also mit der Schau Christi sehe ich den Christus in jedem Lebewesen. Gebe mich jedem Lebewesen hin. Verschmelze mit ihm im Einssein der Herrlichkeit des Heiligen Selbstes, das der ganze Himmel ist. Und bin einfach nur glücklich. Einfach nur glücklich. In diesem Einssein ist alle Freude. Ja. Jetzt ist unsere Quelle erinnert und in ihr finden wir endlich unsere wahre Identität. Heilig sind wir für wahr, weil unsere Quelle keine Sünde kennen kann. Nein, wir sind im Vater geblieben und können uns nur lieben. Wir sind gleich und heilig. Wir sind, die wir seine Söhne sind, sind einander gleich und ihm gleich. Wir sind dem Vater gleich, seiner Ausdehnung und einander gleich. Wir teilen eine Identität. Ja. Wie war deine Übung? War meine Übung? Gute Frage. Ja, ich habe den Vater eingeladen. Er hat zu mir gesprochen, mich daran erinnert, dass ich nur in diese Welt gegangen bin und einen Körper genommen habe, um alle wieder an den Vater zu erinnern und an ihre Herrlichkeit, die sie sind im Vater. Das war mein einziger Zweck. Dass ich nochmal in diese Welt gegangen bin.
um sozusagen den Kreis zu schließen, was am Anfang ich gemacht habe, Raum und Zeit aufzuheben. Und dass ich in der Zwischenzeit mich schon erlöst hatte, vollkommen erlöst hatte und frei war. Aber das spielt überhaupt keine Rolle, wir sind alle im Vater geblieben. Und wenn einer die ganze Zeit durch den Kreislauf gelaufen ist und immer wieder einen Körper nach dem anderen genommen hat und jetzt und heute sich mit mir entscheidet, ich bin das heilige Kind Gottes, und bitte den Vater und den ganzen Himmel und alle Engel, ihm zu zeigen, wer in Wahrheit im Vater geblieben ist. Denn es ist gerade der die ganze Zeit scheinbar in der Dunkelheit war, das hilfreichste Instrument. Denn er holt alle ab und zeigt, egal wie lange ich geglaubt habe, ein Mensch zu sein und immer wieder ein Mensch zu sein, nach Dingen dieser Welt zu streben, jetzt entscheide ich mich für das ewige Leben. Nicht einer individuellen, reinkarnierenden Seele, die es gar nicht gibt, einem Ego, sondern in der Ganzheit. In der Ganzheit kann ich leben, in der Ganzheit gibt es kein Streben, außer zu sein. Es gibt ein Sein, ein Leben. Ja. Ich bin das ganze Leben, Vater. In dir gibt es kein Streben. Nur Freude. Nur Freude. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für alles, was du mir gegeben hast. Du hast dich mir selbst gegeben. Mit allem Schätzen. Ich akzeptiere sie. Die Freude, das Leben. Die Herrlichkeit, die ich bin in dir. Und will sie mit allem teilen. Heute will ich dein Instrument sein, dass du durch mich jeden zeigst, jeden. Er ist geliebt, grenzenlos geliebt von dir und grenzenlos reich. Alle Gaben der Liebe, des Lichtes, der Freude, des ewigen Lebens sind sein. Denn das teilen wir. Danke, Vater. Amen. Ja, dein Wille geschehe, heißt es, und lassen wir ihn doch geschehen. Ich wünsche dir einen frohen Sonntag. Lebendig werden wir jetzt, denn wir sind das Leben im Vater.